Hallo liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im Moment haben wir kalte Jahreszeit und kalte Jahreszeit ist Schinkenzeit, wie man bei uns sagt. In dem Video will ich euch zeigen, wie man ein bisschen geräucherter Schinken macht für den Hausgebrauch. Also viel Spaß! Und los geht's. Wir haben hier ein schönes Stück Schweinerücke mit Speck und Schwarte. Und ich denke, das wäre eine gute Basis für das Vorhaben. Ich würde es jetzt in 6 kleinere Teile schneiden, weil ich einfach ein paar kleine Schinkenstücke haben möchte. So, dann habe ich hier noch Gewürze, das ist auch mal brauner Zucker, Pökelsalz, Senf klein mahlen mit Pfeffer und Knoblauch. Und dann kommen noch ein paar Lorbeerblätter noch rein. So, mischen wir das erstmal wieder. Wie immer. Gut durchmischen, dass das Pökelsalz da wirklich überall noch dran ist. So, dann nehmen wir so eine Wanne. Okay. Da eignet sich hervorragend so eine kleine Edelstahlwanne dazu. Dann nimmt man das Schinkenstück und das schön an alle Seiten richtig würze. Jetzt sind die Teile gewürzt. Die schweiße jetzt noch ein. Legt dann jeweils noch ein Lorbeerblatt mit ein. Und dann müssen die liegen bleiben. Das Fleisch ist jetzt ca. 4 cm stark. Pro Zentimeter Fleisch sagt man 2 Tage pökeln. Das heißt, 8 Tage müsste man es pökeln. Da noch Schwarte dranhängt, noch 2 Tage mehr, also in 10 Tage geht es dann weiter, würde ich sagen. Nach 10 Tagen habe ich jetzt die Schinkenstücke aus dem Kühlschrank geholt. Sehen lecker aus, habe sie abgewaschen unter fließendem Wasser. Und jetzt kommen sie einfach nochmal 2 Tage in den Kühlschrank zum Durchbrennen. Ich habe jetzt hier schon mal den Sparbrand angezündet. Der brennt nachher 8 bis 10 Stunden. Und sobald die Flamme aus ist, hängen wir dann das Fleisch in die Räuchertonne rein. So, der Schinken hängt jetzt in der Räuchertonne. Da bleibt jetzt für die nächsten 5-6 Tage immer im Wechsel 8 bis 10 Stunden Rauch und dann Pause. Und dann in 5-6 Tagen holen wir ihn raus und gucken mal, wie er ist. Geschafft! Nach 7 Räuchergängen sehen die Schinken jetzt so aus. Gut, sag ich auch. Super leckere kleine Schinken. Hab sie dann auch gelüftet draußen. Und jetzt seid ihr live dabei, wenn ich so ein Teil anschneide und probiere. Duftet es wie immer herrlich, klar, das Ganze. Ah, aussehen tut er natürlich auch richtig gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sache so passt vom Geschmack. Schwarte weg. Mega geil. Einfach zu machen, super lecker, haltbar. Ich würde sagen, ich schreibe euch die Zutaten in die Videobeschreibung rein, nochmal, weil ihr habt noch zusätzlich Wacholderbeere drin gehabt, das habe ich vergessen zu sagen. Und dann könnt ihr die Sache nachmachen. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, like, vielleicht was drunter schreiben, was ihr wollt als nächstes und den Kanal teilen. Abonnieren nicht vergessen natürlich. Bis zum nächsten Mal.